Happy Halloween, liebe Kinder, und herzlich willkommen in meiner Küche. Heute gibt es Monsterfinger. Aber gesund, vegan, zuckerfrei. Richtig gruselige, ekelhafte Kekse, aber super lecker und super gesund. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Video. Wir brauchen in unserer Hexenküche 400 Gramm gesundes, helles Dinkelmehl. Das ist Typ 1050. Dann zimmerwarme, vegane Margarine, 150 Gramm. Ich habe nochmal 25 Liter Rapsöl. Nehmt da bitte ganz günstiges, geschmacksneutrales Rapsöl. Kein Bio in der Glasflasche. Könnt ihr knicken, schmeckt dann überhaupt nicht lecker. Dann habe ich noch 75 Liter Mandelmilch, ungesüßt. Ganz wichtig, Birkenzucker. 150 Gramm, etwas gemahlene Vanilleschote, ihr könnt aber auch Zimt dazu machen oder Zitrone, das ist euch überlassen, ich mache mal Vanille. Dann habe ich hier 50 Gramm gemahlene Mandeln, wenn ihr keine Mandeln da drin haben möchtet, dann solltet ihr noch 2 Teelöffel Speisestärke verwenden. Ansonsten geht es jetzt fröhlich ans Mischen und ich habe hier noch ein bisschen ekelhafte grüne Lebensmittelfarbe, damit diese Monsterfinger auch so ein bisschen faulig grün werden. Und als Deko dann nachher haben wir für die Krallen entweder Cashewkerne oder Mandeln. Und noch zuckerfreie Heidelbeermarmelade. Das habe ich extra genommen. Nicht keine Erdbeer, sondern Heidelbeer. Die ist schon so ein bisschen so, als wäre das schon so altes, geronnenes Blut. Wäre es nicht so lecker? Hätte ich jetzt keinen Bock drauf. Aber wir machen jetzt super leckere Monsterfingerkekse. Und wenn das jetzt alles jetzt so schnell gegangen ist, dann schaut doch mal ganz schnell auf meinem Blog vorbei, www.ktbak.de. Dort ist das Rezept auch nochmal in glutenfrei. Und da findet ihr alle Mengenangaben und so weiter. Und ich habe auch noch einen Rabattcode für euch. Also unbedingt mal raufschauen. Und jetzt fangen wir an zu mischen. Wir beginnen mit den trockenen Zutaten. Das heißt Mehl, Mandeln, Zucker. Den habe ich noch nicht abgewogen. Einen Moment. Schwuppdiwupp, Kartoffelsuppe. Also wenn ich Zucker sage, meine ich natürlich den Birkenzucker. Zack. Meine Tochter hatte schon Angst vor mir. Macht aber auch Spaß. So, ordentlich Vanille rein. Also, jetzt schon mal die Margarine. Ich hoffe, die ist nicht zu fest. Dann müssen wir halt länger rühren. Hoppla. Das Öl. Die Mandelmilch. Jetzt wollen wir noch die grüne Lebensmittelfarbe dazu geben. Und zwar, das ist Leaf Green von Wilton. Und da der Teig echt schon sehr klebrig ist, habe ich mir überlegt, gebe ich die Farbe nicht direkt zum Teig, sondern habe hier schon mal 1 Teelöffel Wasser. Und jetzt werden wir mit einem Zahnstocher, warte, ein bisschen größer das Loch, also richtig, das muss schon ordentlich Farbe sein, sonst wird das nichts. Also ich würde sagen, ach komm, wir lassen es jetzt mal krachen. Und leckt bloß nicht den Finger ab. Ihr habt sonst echt mehrere Stunden eine grüne Zunge. So, also hier mal ein bisschen Vollgas mit der Farbe. Das darf ruhig mal sein. Ihr könntet natürlich jetzt auch Matcha-Pulver verwenden, aber das gibt einmal nicht diese Farbintensität und zum anderen ist es sehr geschmacksdominant. So, jetzt gucken wir mal, wie weit wir damit kommen. So.
geil aus. Vor allem mit diesen Mandelsplittern, also mit diesem mandelbraunen Zeug da drin. So ein bisschen wie erbrochenes. Ey, Hammer. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Und das Tolle ist an diesem Rezept, ihr müsst, gerade wenn ihr mit Kindern backt, ihr müsst nicht den Teig wie gewöhnlich 30 Minuten im Kühlschrank erstmal irgendwie ruhen lassen. Wir können ihn direkt weiterverarbeiten. Und nur ein bisschen Mehl. Also wir könnten jetzt auch ein Gehirn. Wir könnten jetzt auch einen Gehirnkuchen machen. Also nächstes Mal machen. Also an Halloween sind wir echt keine ganze. Ein bisschen Mehl auf die Arbeitsfläche. Ich gehe da noch einmal kurz von Hand durch, aber nee, der ist super. Der ist super. Also da kriegen wir echt viele, viele Monsterfinger hin. Und das Tolle ist, ihr könnt jetzt wirklich frei Schnauze arbeiten, denn das muss ja keinen Schönheitspreis gewinnen hier. Und wir haben, wie an der Hand üblich, unterschiedlich lange, unterschiedlich dicke Finger. Also da könnt ihr jetzt echt Gas geben. Das heißt, wir rollen jetzt, ein bisschen geht der Teig auch noch auf, also macht ihn nicht zu dick. Also wir rollen jetzt hier, also wirklich Pi mal Daumen, wie ihr eben Lust habt. Rollen wir jetzt hier so Würste. Aber wichtig ist, so, also das heißt, wir rollen jetzt hier unseren abgetrennten Monsterfinger nach Lust und Laune aus. Der kann auch so ein bisschen eklig, so ein bisschen so Arthritis, Rheuma, Gicht, da kann alles drin sein. Und jetzt nehmen wir eigentlich den Zeigefinger oder nehmt einen Löffel und dann drückt ihr hier so diese Vertiefung, denn da kommt nachher Mandel oder Cashew. Weiß ich mal, beim Cashewkern würde irgendwie auch cool aussehen, ne? Wenn wir da so, also geht auch. Auf jeden Fall, hier kommt dann entweder die Mandel oder der Cashewkern drauf. Also so müsst ihr euch das vorstellen, sieht das nachher aus. Aber wir machen nachher noch eben die Marmelade dazu. Und jetzt werden wir mit Messer oder Winkelpalette oder was auch immer, ja, hier noch so ein bisschen, so ein paar Vertiefungen rein. Finger Nummer 1 ist fertig. Und davon machen wir jetzt mal ein paar. Ich hatte eben noch die Idee, ihr braucht eigentlich gar nicht den Finger oder den Löffel zu nehmen, sondern nehmt einfach die Nuss oder hier diesen Cashewkern und drückt das einfach mal so in den Deckel. Aber ich werde es so nicht mitbacken, denn diese Krallen oder Nägel sollen ja nachher richtig schön blutig sein mit der Marmelade. Also mache ich die jetzt wieder runter. Und ganz wichtig, unser Ofen ist natürlich vorgeheizt auf 175 Grad Ober- und Unterhitze. Und diese entzückenden Kollegen, sehen das ein bisschen aus wie Regenwürmer, kommen jetzt für 15 Minuten in den Backofen. Bis gleich. Unsere schaurig schönen Monsterfinger sind fertig. Natürlich gut abgekühlt. Und jetzt geht's an die Sauerei. Jetzt nehmen wir hier diese Heidelbeermarmelade, die übrigens auch komplett zuckerfrei ist. Und dann machen wir da so ein, oh Gott, so ein Klecks auf diese eingedrückte Mulde. Und jetzt nimmt ihr entweder eine Mandel oder so ein Cashewkern. Ich glaube, ich nehme mal den Cashewkern. Und geil. Ja, jetzt, das war's eigentlich schon. Wir können jetzt auch noch hier das Ende quasi vom abgetrennten Finger auch noch mit ein bisschen, das sieht wirklich echt aus wie so altes, geronnenes Ekelblut, so mit Plasma noch. Also das ist euch überlassen. Ihr könnt nur die Spitze nehmen und jetzt hier in dem Fall die
echt. Also es ist echt grenzwertig. So, also, eure Fantasie sind da keine Grenzen mit. Ich tobe mich jetzt hier so ein bisschen aus. Ich habe mich hier an Ekelhaftigkeit heute echt selbst übertroffen. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Nachmachen. Bon Appetit und Happy Halloween. Tschüss, bis zum nächsten Mal, eure Kati. Ich traue mich gar nicht hin. Boah, geil.